Die höchste Lebenserwartung auf der Welt liegt bei 82 Jahren. 82 Jahre auf der Welt ist schon mal nicht schlecht, doch das Ganze ist von Geburt an. Für dieses Video müssen wir also deine Lebenszeit, die du bisher schon gelebt hast, abziehen. Sagen wir mal, du bist 22 Jahre alt, wo du gerade jetzt dieses Video schaust. Das ist das Alter, wo viele Menschen ihre Karriere beginnen. Von dem jetzigen Zeitpunkt aus hast du also noch 60 Jahre zu leben, was 21.900 Tage sind. Oder 525.600 Stunden. Immer noch nicht schlecht, immer noch genug Zeit. Aber wenn du davon 8 Stunden am Tag schläfst, 8 mal 60 mal 365 Tage sind 175.200 Stunden, die verloren gehen, weil du einfach schläfst. Und jetzt sinkt deine Lebensdauer schon auf 40 Jahre, wo du wach bist. Also du verbringst ab dem jetzigen Zeitpunkt einfach mal 20 Jahre nur mit Schlafen. Erschreckend, oder? Aber es wird um einiges erschreckender für dich, wenn die folgenden Dinge auf dich zutreffen. Eine Studie 2018 zeigte, dass 50% aller Deutschen mit ihrem Job unzufrieden sind. Das heißt, jeder Zweite. Das heißt, entweder ich bin unzufrieden oder du sogar. Und eine anonyme Studie 2017 zeigte, dass 58% aller Menschen auf der Welt ihren Job nicht mögen oder sogar hassen. Ja, bei diesen Zahlen kann es gut sein, dass auch du einer von diesen Personen bist. Vielleicht gehörst du auch nicht zu den Menschen, die ihren Job hassen, aber vielleicht gehörst du zu den Menschen, die ihren Job nicht wirklich mögen oder nicht besonders inspiriert bei ihm sind jeden Tag. Und vielleicht bist du auch einer der Menschen, der sich nach dem Wochenende sehnt. Wartest, dass die Woche vorbei ist und es endlich Freitag ist. Wenn sich also deine Lebenszeit, die du wirklich genießt und mit Freude verbringst, nur aufs Wochenende reduziert, dann lass uns mal schauen, was passiert, wenn wir die alle Wochentage der 40 Jahre von der Lebenszeit abziehen. Wir rechnen mal mit 260 Arbeitstagen, jetzt ohne Urlaub. Das sind 14.600 Tage minus 10.400 sind gleich 4.200 Tage. Diese ganze Rechnung lässt dich dann noch mit 11 verbleibenden Jahren Lebenszeit zurück. Doch viele von den Menschen glauben, dass sie mit 60 einige Jahre ihrer Lebenszeit zurückbekommen, wenn sie dann irgendwann in Rente gehen. Doch 68% der über 60-jährigen Menschen sind krank und können nicht mehr glücklich sein oder ihre Zeit, die ihnen verbleibt, im Leben noch genießen. Wenn du also nur fürs Wochenende lebst, dann bleibt dir ab dem heutigen Tag von deinen 60 Jahren Lebenszeit nur noch 11 Jahre übrig. Und was, wenn das ein oder andere Wochenende mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, oder du dich streitest, dir es nicht gut geht, du vielleicht mal erkältet bist oder du sogar auch mal am Wochenende arbeiten musst? Dann rechnen wir mal grob davon ein Jahr weg, dann bleiben dir nur noch 10 Jahre. So viel Zeit ist also verloren gegangen mit Momenten, die wir gar nicht haben wollten. Und nur wenige haben ihr Leben in der Zeit genossen. Sicher, einige Dinge müssen wir einfach tun, um ein bisschen Geld zu verdienen und auch alt zu überleben. Geld ist nun mal auch wichtig, wir brauchen Geld, um zu überleben. Und die Dinge machen nun mal nicht immer Spaß, das ist auch ganz normal. Aber einen Arbeitsvertrag auszufüllen, zu unterschreiben für einen Job, den du eigentlich gar nicht machen möchtest, oder für eine Firma, die du eigentlich gar nicht magst, bedeutet, dass du unterschreibst dafür, dass die meiste Zeit deines Lebens einfach verfällt. Das Leben ist extrem kurz, wenn du alles zusammenrechnest. Wie die essentiellen Dinge, die wir jeden Tag tun. Schlafen, essen, duschen, kochen. Und selbst wenn du deinen Job liebst, ist die Zeit immer noch kurz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht die Verantwortung für unser Leben abgeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht von Menschen, Freunde, Gesellschaft, Familie in einen Job drängen lassen oder in einen Lifestyle drängen lassen, den wir gar nicht mögen und den wir gar nicht fühlen. Dass wir es nicht brauchen, um uns mit materiellen Dingen, mit Konsum von Dingen glücklich machen und versuchen, irgendein Loch zu füllen und Dinge kaufen, die wir letztendlich doch gar nicht brauchen. Wenn du dich selbst also dabei erwischst, dass du dir wünschst, dass endlich wieder Freitag ist und das Wochenende da ist und es dann mit einem Augenblick wieder vorbei ist und schon wieder Montag ist, wo das Gleiche wieder von vorne beginnt. Wenn du dich so fühlst, dann solltest du dir vielleicht jetzt einen Moment nehmen und die Zeit nehmen, etwas zu ändern, dass du dich in Zukunft nicht mehr so fühlst.